Hallo hier Piraten und Freibeuter. Ja, nachdem wir in der letzten Folge in Kingston waren, da so ein paar gemeutet haben und noch einen Buckelwal gefangen hatten, habe ich mich jetzt erstmal für diesen Ort hier entschieden. Zum einen, weil wir da noch nicht waren und zum einen, weil es für diesen Ort eine Schatzkarte gibt. Und Captain, wir zum Bruder! dritten nicht so weit weg Befehlgemänner! sind. Irgendwie war jetzt, hat das mit der Markierung jetzt aber nicht geklappt. So. Jetzt aber. Sind doch 3000 Meter oder Meilen, wie man das, je nachdem, wie man das sehen möchte. Oh, irgendwo ist ein weißer Wal entdeckt worden. Mal gucken. Holz und Stoff. Oh, ordentlich Holz. Rum und Zucker. Jetzt bin ich hier beinahe auf dem Dings drauf gefahren. Hier sind viele Schiffe in der Nähe. Alle Segel wiederholen! Ich hoffe, das geht relativ gut. Ahoi! Alle Mann auf Warten Position! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Großsegel setzen! Feuer! Feuer! Bereit zu schärfen die Torp- und Bramsegel! Ihre Kanonen! Rücken wir noch nach! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Es wird eine Weile dauern, das zu reparieren! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Schießt! So, jetzt können wir die ändern. Oh, hier ist direkt der weiße Wal. Los geht's! Los, ihr Faulpelzer, an die Segelreffen raus aus der Bö! Ja, das Holz konnte ich jetzt nicht einfach so liegen lassen. So, die anderen können sich dahin selber beknallen. Segel setzen! Bewegung! Segel niederholen! So, zum Ändern halten. Lassen wir sie Eisen schmecken! 15. Flagge des Schiffs zerstören. Okay. Bin noch nicht so wirklich in Schussposition, würde ich sagen. Den haben wir getroffen. So, das sind immerhin drei. So, dann gehen wir mal rüber. Kann ich da hoch? Anfangen schon. Wir müssen ja die Flagge da oben vernichten, den Rest überlasse ich erstmal meinen Männern. So, das war das. Ja, ne, dahin wollte ich irgendwie nicht. Na, sage mal. So, jetzt bin ich hier oder hoch. Na, sage mal. Also jetzt da hoch. Ja. Wir brauchen uns den Pfeffer nicht. So, jetzt aber hoch mit dir. Ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen aufpassen. Ich möchte das Holz nur umgehen können. Ja, ich dachte eben, ich kann mich an dem Ding rüberschwingen. Das war aber ja leider nicht so. So. Dann gehen wir jetzt leider da hoch. Ja, auf den einen werden wir jetzt wohl noch kriegen können. So. Jetzt mal da hoch. So. Jetzt wird die Flagge weg. Und dann müssen wir noch einen killen hier.
Ach, was ist das? Ich dachte schon, ich muss das machen. So ist es noch besser. Ja, 113 Holz und 98 Stoff. Das ist natürlich sehr schön. Damit reparieren wir die Checkdown. Wir müssen die ja schließlich weiter ausbauen. So, jetzt muss ich aber mein Ziel nochmal markieren. Ne, ist er noch markiert. Der weiße Wall ist jetzt noch nicht so interessant. Ich hier erstmal auf engem Raum drehen. Vieren und Fahrt aufnehmen! In die Bugbanden! Na los! Mach schon! Dreh dich, dreh dich. Da hinten geben wir dann auch wieder Ruhe. Und dann machen wir uns auf den Weg zu diesem Inselteam. Ja, Rom ist mir jetzt nicht so wichtig. Wobei der auch 150 Metall hat. Oh, verdammt. Komm, dann kriegst du mal ordentlich Feuer. An. Ah, komm schon, treff die Bastard! Feuer! Feuer! Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Wir haben zu viel Feuer! So gut wie fertig! Segel fest zurren! Alle Segel raffen! Segel ja, werden! Schon. Bewegung, verdammt! So, dann muss ich hier gleich noch den Dings holen nach dem Ändern. Ja, ein langer Weg zur Insel, wie ihr merkt. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Aber geht hier in die Hölle, Jungs! Ja, mir fehlt tatsächlich eine Menge Erz und Holz insbesondere für die Erweiterung des Schiffes. Und wenn sich die jetzt schon mal so anbieten. So, Flagge des Feindschiffs schon wieder. Oh, das war ein guter Schuss. Vielleicht gleich hier. Verstanden. So, wir machen das diesmal tatsächlich mal anders. Und versuchen das über unser Schiff hinzubekommen. Also sprich, dass wir hier einfach so einen Weg gehen. So, das ist natürlich unter Umständen gleich ein bisschen besser. Wobei das hier nicht nett von dir ist. Also ich mal. Deswegen muss man das jetzt mal so machen. Und dann wieder ganz nach oben. Oh. Stell dich nicht so an, du wirst doch sonst ein Schilder da. So, sehr schön. Dann gehen wir jetzt am besten runter hier. Von hier nicht hin. Warum hat man doch keinen? Trinkt jetzt, wenn ihr eure gelben Häute retten wollt! Na, sag mal. Verteidigt unser Schiff, Männer! Nee. Ja, mit der Aktion wäre jetzt beinahe nochmal gefährlich geworden. Huhu! Ja, hier machen wir jetzt Bekanntheitsgrad verringern. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen, ne? 5 Crewmitglieder, 150 Metall. Nehmen wir noch 45 rum. Feuert ihr an, Jungs! Ja, dann mach mal. So. Öffnet
jetzt alles, was so, wir müssen jetzt was sehen. Wir gehen nochmal ein bisschen näher hier ran. Und dann holen wir uns gerade noch dieses Animus-Fragment. So, sehr schön. Ich bin mir sicher, dass wir früher oder später an dem gewünschten Zielort ankommen. Captain ist außenbords! Dup, 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 dup. Und dann nehmen wir uns das hier auch noch mit. Also manchmal stellt sie sich echt an. So, geht doch. Boah, das Schiff da hinten ist ja mega. Und wenn ich von dem eine Breitseite kriege, dann... Ja, genau. Ich wollte jetzt ins Wasser wieder zurück. Captain steuert! Also ich muss mir mindestens mal durchs Fernrohr angucken. Das hier ist ja Pillepalle, das ist ja praktisch das, was wir jetzt wieder hatten. Aber das hier ist schon mega schön. Und die halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Die ballern sich da hinten schon ordentlich ab. So viel, ja. So viel dazu. Aber da sind mir jetzt zu viele auch auf einem Haufen. Ich glaube, da hätte ich dann echt ein, echt ein Problem. Da haben wir nochmal Metall gefunden. Und dann steuern wir unser Ziel an. Oh, hier sind Spanier mittendrin. Das ist natürlich ein Problem. Naja. Dann segeln wir und segeln und segeln hin und her. Okay, was ist denn das jetzt? Also ja, es ist ein Verbündeter, ist klar. Naja. Okay. Was bist du für einer? Metall, Holz, Zucker? Du bist ja ein Mega-Vieh. Wow. Da ist ein Spanier, da ist noch ein Spanier. Auf jeden Fall. Gott sei Dank kann mich der Rest anscheinend jetzt ein bisschen leiden. So, dann ändern wir den auch. Gut töten und in dem Fall hier zwei Fässer. Oder? So, die zwei Fässer haben wir schon mal. So, dann gehen wir mal noch rüber. Ich habe sogar die Waffe. So, ich weiß nicht, mit der komme ich besser klar. Warum nicht?
So viel dazu. War dann die Kuh. So, das waren schon wieder 50 Holz, 90 Stoff. Also das hat sich auf jeden Fall schon mal ausrüstungsmäßig gelohnt. Muss ich mich eigentlich entscheiden? Ich sehe hier gerade nichts. Stufe 49, wow. Stufe 60, da fällt jetzt voll dagegen. Das sieht schon geil aus, wie die sich da beballern. Leider sehe ich so nicht, wie viel Dings die noch haben. Wow. Die geben sich aber echt. Mich würde mal interessieren, wer von beiden jetzt gewinnen. Ja, dunkler Himmel und raue See. Naja. Großsegel, los geht's! Genug zur Übung. Großsegel setzen, hört ihr! Naja. Scheiße. Mehr Segel, alle ich trau Segel! Ich nicht. Segel so, wir docken an. Großmast, an die Fallleinen, holt an! So, hier gibt es Meierstielen, was war das? Also Assassinenaufträge, Aussichtspunkte, Drohnen und Animus-Fragmente. Das ist schon, ja, sind da oben in 134 Meter. Warum das jetzt so grün ist, weiß ich nicht. Hier gibt es auf jeden Fall auch ein Lagerhaus. Also wirklich einiges. Ich gehe mal noch zum Aussichtspunkt hier. Hier oben an der Mühle ist. Mal gucken, von welcher Seite man hier herkommt. Ich glaube, hier sieht gut aus. Ja. Abspringen. So, sehr schön. Jetzt können wir uns von dem Ding hier hochtragen lassen. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das funktioniert. Aber anscheinend nicht. So, also man muss hier praktisch schon ein bisschen drumherum. Und dann kommt man hier hoch. Ja, jetzt ist hier. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was sich hier so bietet. Okay. Mal auf die Karte gucken. Ja, Animus-Fragment. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Hier ist das meiste im Dingsgebiet. Hier ist die Stele. Hier gibt es auch Kapuzineraffen. Ich glaube, da brauchen wir auch noch was von. Ja. So. Wow. Ja. Da müssen wir tatsächlich über die Windmühle, um daran zu kommen. Das war jetzt aber ein bisschen Zufall. Verzeihung. Und ja, da wir jetzt hier mit Schlachten beschäftigt waren, machen wir hier die Insel tatsächlich dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.